Finde deine Berufung. In den letzten zwei Sonntagspredigten ging es um die Berufung des Petrus und des Levi bzw. Matthäus. Und heute mit dieser Predigt möchte ich dieses Thema Berufung mal vorerst abschließen und so eine für uns allgemeine Veranschaulichung und Konkretisierung für dieses Thema bringen. Finde deine Berufung ist natürlich jetzt von Jesus her gesehen, der Menschen in die Nachfolge gerufen und berufen hat, ein urchristliches Thema. Es ist ein urbiblisches Thema, wenn wir in die Bibel auf die ersten Seiten hineinschauen und die Geschichte des Abraham lesen. Er ist so das Urbild von Nachfolge und Berufung. Gott spricht in das Leben des Abraham: Verlass dein Heimatland, dein Vaterland und folge mir nach in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham als Prototyp für Nachfolge und für Berufung. Gott spricht in sein Leben, und ich will es mal gleich konkret für uns machen, Gott spricht in dein und mein Leben und sagt, folge mir. Jetzt ist aber dieses Thema, finde deine Berufung, nicht nur ein urbiblisches und urchristliches Thema, es ist ein sehr modernes Thema. Man findet es überall in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass dieses Thema so modern ist, hat zwei Ursachen, zwei Quellen, vielleicht auch zwei Krisen. Zum einen die Sinnkrise. Wofür lebe ich eigentlich? Wozu bin ich da? Wofür gibt es mich? Macht es einen Unterschied, ob ich da bin oder nicht? Die Sinnkrise, wofür lebe ich? Und Berufung hat ja was mit Beruf zu tun. Und die Menschen heutzutage merken, der Beruf allein, einfach eine Tätigkeit auszuführen, ist mir eigentlich zu wenig. Ich will nicht nur leben, um zu arbeiten, sondern was steckt hinter dem Beruf, was steckt hinter Familie, was steckt hinter Häusle bauen und so weiter. Gibt es da noch mehr? Wofür lebe ich? Das ist diese eine Quelle für die Frage, finde deine Berufung. Und die andere, die ist vielleicht noch drängender, gerade auch für die jüngere Generation, ist eine Optionskrise. Ich habe heutzutage die Qual der Wahl. Früher hat die Kirche, der Staat, die Eltern dir gesagt, was du zu tun und zu lassen hast. Das ist heute weggefallen. Ob das immer so gut ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber ich bin heute auf mich allein geworfen. Ich muss mit meinem Leben klarkommen. Und jetzt gibt es im Jahr 2021 in Deutschland knapp 23.000 Bachelorabschlüsse. Alle beruflichen, handwerklichen Ausbildungen noch gar nicht mitgezählt. 23.000 verschiedene Abschlüsse für einen Bachelor. Also für eine akademische Ausbildung. Und das ist ja klar, wenn ich mich für einen entscheide, dann fallen 22.999 zur Seite. Und wer will sich schon 22.999 Möglichkeiten durch die Hände gehen lassen? Da verliere ich doch was. Da verpasse ich doch was. Und es löst eine Krise aus. Gerade heute, wenn jemand einen Beruf erlernen möchte und die Frage, wen soll ich mal heiraten, ist ja noch schwieriger. Da gibt es nicht nur 22.000 Möglichkeiten, sondern 4,5 Milliarden Menschen, die zur Wahl stehen. Oder noch mehr, je nachdem, wie man das auffasst und zählt. Was ist meine Berufung? Für was bin ich eigentlich da? Warum gibt es nicht? Und was soll ich mit diesem Leben machen? Ich finde es ein spannendes Thema. Ich freue mich jetzt auf die Predigt, auf die Zeit mit euch. Ich finde es toll, über unser Leben nachzudenken. Wir haben den Luxus und diesen Luxus sollten wir uns auch gönnen. Wie gesagt, in vielen Generationen vor uns waren diese Fragestellungen gar nicht präsent. Aber wir haben dieses Leben und wir haben es nur einmal. Und von daher lohnt es sich. Sind wir geradezu verpflichtet
ob wir an Gott glauben oder nicht, aber ich finde, wir sind es unseres Lebens, der Einmaligkeit unseres Lebens willen schuldig und verpflichtet, darüber nachzudenken, wofür lebe ich. Und es wäre so eine Botschaft, die über diesem Thema Berufung liegt. Vergeude dein Leben nicht. Dein Leben ist einmalig, vergeude es nicht. Also ich finde dieses Thema wichtig und spannend und freue mich drauf. Gleichzeitig finde ich es auch schwierig, weil es trägt so die Gefahr in sich, dass es überladen wird mit Anforderungen, mit Hoffnungen, mit Wünschen. Ja, jetzt habe ich eben 22.000 Möglichkeiten, einen Bachelor abzuschließen. Ja, was mache ich denn? Ich muss doch was Sinnvolles, was Großes, was Einmaliges, was Originales mit meinem Leben anfangen. Ich will es ja nicht vergeuden, aber was mache ich jetzt? Ich muss dieses eine Große erreichen. Ansonsten ist mein Leben nichts. Und das halte ich für schwierig. Also, ich möchte mich diesem Thema nähern und habe 4 Punkte und dann noch einen letzten Punkt mit konkreten Schritten mal vorbereitet. Ein erster Punkt, der wird eingeblendet mit der Folie. Du gehörst in mein Team. Gottes allgemeine, grundsätzliche Berufung in die Nachfolge. Ganz konkret in die Nachfolge Jesu. Du gehörst in mein Team. Hier sehen wir einen bekannten Fußballspieler im Dress der Nationalmannschaft. Und so wie unser aktueller Bundestrainer Spieler in seine Mannschaft ruft, in die Mannschaft, so ruft Gott dich in seine Mannschaft. Du gehörst in das Team Gottes. Dazu bist du geboren und geschaffen, mit Gott unterwegs zu sein. Du bist nicht geschaffen, all die Fragen deines Lebens allein für dich durchzugehen. Nein, du bist in und zur Gemeinschaft mit Gott hin geschaffen. Das heißt, es gibt schon Antworten. Finde deine Berufung, ja, aber du hast schon eine Berufung. Ganz grundsätzlich gesprochen, musst du deine Berufung nicht finden, sie ist schon da. Sie sucht dich. Gott hat dich berufen, und zwar zu leben an seiner Seite. Wir brauchen keinen Engel vom Himmel. Wir brauchen niemanden, der irgendeine Vision für uns hat. Wir brauchen niemanden, der einen Zettel vom Himmel uns zukommen lässt. Wir haben kein Offenbarungsdefizit. Wir wissen, was der Wille Gottes ist. Wir wissen, was der Wille Gottes für dein und mein Leben ist. Das kann ich dir ganz genau sagen. Da gäbe es jetzt viele Bibelstellen, aber ich habe einfach mal eine kleine Auswahl mitgebracht. Einer meiner Lieblingsverse zu diesem Thema oder der allgemein sehr viel Gewicht hat, steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9. Denn Gott ist treu, sagt Paulus, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Das ist nichts anderes, wie wenn Jesus sagt, folge mir nach. Wir sind geschaffen, an der Seite Jesu zu leben. Nicht nur damals, Matthäus und Petrus, als Jesus in seiner Erdenzeit unter ihnen lebte, sondern auch heute. Jesus ist da. Das ist das, was uns glücklich macht, warum wir gerne Gottesdienst feiern, warum wir uns treffen. Jesus ist in unserer Mitte. Und das ist deine und meine Berufung, dein und mein Privileg, mit ihm zu leben. Die Hochzeiten durchzuleben und auch durch die Krisen mit ihm zu gehen. Ein weiterer Bibelvers, Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Eine kleine Zusammenfassung dieser allgemeinen Berufung Gottes durch den Propheten Micha. Jesus konkretisiert es dann nochmal, was es heißt, im Umgang miteinander zu leben, in Johannes 13. Vers 34 und 35 lesen wir, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist das Erkennungszeichen Gottes.
Deswegen ist es auch das Erkennungszeichen Jesu. Und deswegen ist es auch in einer christlichen Gemeinde zu erwarten, dass die Liebe zu Gott und untereinander das Erkennungszeichen einer christlichen Gemeinde ist. Ich werde es vielleicht nachher noch kurz ausführen. Es ist ja nicht nur wichtig, dass wir das Richtige tun, sondern wie wir es tun. Es ist ja nicht nur wichtig, dass wir hier als christliche Gemeinschaft zusammen sind, sondern die ganz entscheidende Frage, wie leben wir christliche Gemeinschaft? Wir leben christliche Gemeinschaft gottgemäß, wenn wir uns untereinander annehmen, Wertschätzung und Respekt einander zeigen. Dann einen letzten Bibelvers aus Matthäus 28, Vers 18 und 19. Jesus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Jetzt habe ich hier einen Schreibfehler. Den habe ich wahrscheinlich hier übertragen. Ja, jetzt bin ich hier ganz durcheinander. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also das Evangelium von der guten Nachricht Gottes in alle Welt zu tragen. Ich will es noch mal ganz grundsätzlich zusammenfassen und auf einen Nenner bringen. Sei ein Mensch. Das ist deine Berufung. Mensch zu sein, ein Mensch Gottes. Das lesen wir auf der ersten Seite der Bibel. Gott hat uns geschaffen als Menschen zu seinem Bild, als Ebenbild, als Repräsentanten Gottes. Das heißt, durch unser Menschsein, sondern das widerspiegeln, was ihn ausmacht. Und was zeichnet ihn am allermeisten aus? Was ist das Erkennungszeichen Gottes? Es ist seine Liebe. Warum gibt es diese Welt? Weil er die Welt liebt. Warum gibt es dein Leben? Weil er dich liebt. Und deswegen, weil wir Repräsentanten Gottes in dieser Welt sind, sollen wir das Wesen Gottes in dieser Welt repräsentieren. In allem, was wir tun. In den ganz normalen, alltäglichen Geschichten und im Außergewöhnlichen. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Oder wie es in unserer Jahreslosung heißt, sei barmherzig, wie dein Vater barmherzig ist. Sei ein Mensch, das ist unsere Berufung. Das ist so einfach und genial, man muss es immer wieder hören. Sei ein Mensch Gottes. Lebe diese Berufung. Der zweite Punkt, lebe diese Berufung Gottes aus. Und ich habe hier mal ein Dreieck aufgezeichnet, so ein kleines dreieckiges Koordinatensystem, das unsere Berufung wiedergibt. Zum einen diese Ausrichtung auf Gott, liebe Gott, lebe zur Ehre Gottes. In allem, was du tust, sagt Paulus, 1. Korinther 10, 31, ob ihr esst oder trinkt oder was ihr auch tut, ehre Gott mit deinem Leben. Das zweite, lebe in Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Lebe in Gemeinschaft von Christen. Weil im Idealfall, so wie es Gott geplant hat, ist das Christsein diese neue Menschheit, die Gott schafft. Wo Menschen als Brüder und Schwestern zusammen leben. Unabhängig von ihrem Stand, unabhängig von ihrem Geschlecht. Es gibt eine große Einheit durch Gott. Und das bilden wir hier schon ab. Und dann, ich habe es mal ganz allgemein formuliert, leiste deinen Beitrag in der Welt. Ja, biblisch formuliert, lass dein Licht leuchten in dieser Welt. Tu Gutes in dieser Welt. Und das Beste, das wir zu geben haben, ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist die Hauptstoßrichtung dieses Punktes. Also dieses Dreieck, liebe Gott, liebe deine Nächsten, deine Geschwister, leiste deinen Beitrag in dieser Welt. Das ist so ganz konkret unsere Berufung.
Und da kannst du dich fragen, Herr, wie sieht es jetzt konkret für mich aus? Ja, vielleicht bist du aufgefordert, in deinem Betrieb für gerechte Arbeitsbedingungen zu sorgen, dich in die Mitarbeitervertretung wählen zu lassen und dich da einzusetzen, dass der Chef dich nicht übers oder euch nicht übers Ohr haut. Das ist jetzt nur eine Möglichkeit, da gibt es auch viele andere. Ja. Dass es gute und faire Arbeitsbedingungen gibt. Oder versorge deine Mutter, deine Eltern. Schau nach deinen Kindern. Ja. Das Leben ist einmalig und kostbar. Und dass wir bei all den Fragen, die uns vielleicht zum Thema Berufung durch den Kopf geistern, dass wir das offensichtlich nicht vergessen. Was gibt es Größeres als Eltern, nicht nur als Mutter, das natürlich auch, aber als Eltern gemeinsam Kinder zu haben und zu erziehen, Leben zu ermöglichen und zu gestalten. Und wir haben ja hier auch einen Kindergarten, den wir als Träger verantworten. Was ist es für ein großes Vorrecht, Kinder im Kindergarten, später natürlich auch in der Schule, in der Arbeitswelt zu begleiten, dass sie heranwachsen, dass aus ihnen Persönlichkeiten werden. Das sind tolle Berufungen, die Gott uns gegeben hat. Ein letztes, was ich hier aufführen möchte, bete für deine Klassenkameraden. Was ich damit meine, dass Gott dir den Blick öffnet für die Menschen, die um dich herum sind. Und manchmal können wir vielleicht nichts tun, nichts Praktisches tun, aber wir können füreinander beten. Und dieses Gebet für den anderen, das verändert schon unser Denken, das verändert schon unsere Herzenshaltung. Und in all dem, ob wir für gerechte Arbeitsbedingungen eintreten, ob wir Kinder großziehen oder für unsere alt gewordenen Eltern sorgen oder für unsere Klassenkameraden beten. In all dem drückt sich die Liebe Gottes aus. Und dazu sind wir berufen. Warum jetzt dann von Berufung reden? Über diese allgemeine Berufung hinaus. Gibt es eine persönliche, konkrete Berufung für mich? Warum kommt man auf diesen Gedanken? Weil Gott selbst immer wieder solche persönlichen Berufungen ausspricht oder Spezialaufträge, wie ich es hier mal nennen möchte. Zu einem Menschen sagt er, bau eine Arche, zum anderen verlass dein Heimatland, dann bau eine Stiftshütte, geh nach Ninive, werde Missionar oder dann in jüngerer Zeit vielleicht gründe eine Genossenschaft, entwerfe eine Modemarke, geh in die Politik. Gott verteilt persönliche Aufträge, persönliche Berufungen. Dich möchte ich für diesen Job haben und macht es, wie auch immer, für die eine Person deutlich. Die Frage ist natürlich, wo fängt das an und wo hört es auf? Braucht es irgendwie einen dramatischen Auftritt Gottes, einen Engel, einen schriftlichen Beweis für eine bestimmte Aufgabe? Oder startet es oftmals viel kleiner, dass ich Schritt um Schritt mit Gott unterwegs bin und dass sich daraus in der Nachfolge eine Berufung entwickelt. Also wie gesagt, es gibt Spezialaufträge, aber ich glaube, das Allgemeine, wie Gott handelt und wirkt, ist, dass wir einfach ihm hinterhergehen und dass sich daraus was entwickelt, beziehungsweise wir im Nachhinein sehen, was Gott mit unserem Leben vorhat, bevor wir es überhaupt wussten. Einen ganz kleinen persönlichen Einblick in mein Leben. Ich habe mit diesem Thema Berufung auch deshalb Schwierigkeiten, weil ich eine theologische Ausbildung oder ein theologisches Studium in Bad Liebenzell damals am theologischen Seminar genossen habe. Und zu meiner Zeit, das ist schon 40, 50 Jahre her oder noch länger, ich weiß gar nicht, ja, da war es Mode oder geradezu geboten, dass die Leute eine persönliche Berufung hatten. Da hat man sich gegenseitig erzählt, wie Gott einen berufen hat, Missionar oder Prediger zu werden. Also die allermeisten in meiner Klasse hatten so eine Geschichte parat, ich nicht.
Wusste gar nicht, dass man sowas brauchte. Und ich hatte sie auch nicht. Ich war auch nicht so christlich sozialisiert wie alle anderen. So ganz kurz, um es etwas vielleicht anschaulich zu machen und vielleicht könnt ihr davon was auf euer Leben übertragen. Als ich vor der Berufswahl stand, gab es natürlich mehrere Wünsche. Ein Wunsch war, Medizin zu studieren, was aus zweierlei Gründen schwierig war. Zum einen mein Abischnitt. Ich hätte gefühlt 20 Jahre warten müssen, bis ich da zum NC zugelassen worden wäre. Und zum anderen, was mich aber tatsächlich bewegt hat, ich wäre von meinem Vater abhängig gewesen. Und mein Vater konnte schon mal sagen, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, bin ich hier derjenige, der den Ton angibt. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Ich wollte unabhängig sein. Und deswegen habe ich überlegt, eine Ausbildung zu machen, Geld zu verdienen oder, was dann damals so aufkam in meiner Zeit, ein BA-Studium, wo ich ein Studium hatte und gleichzeitig aber etwas im Betrieb einen Lohn bekam und deswegen unabhängig war. Und so habe ich Sozialpädagogik studiert, um auf diesem Weg Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Also um unabhängig zu sein von meinem Vater und gleichzeitig Gott mein Leben hinzugeben, habe ich diesen Weg eingeschlagen. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, das war eine andere Geschichte. Und wir haben dann angefangen, in einer Jugendhilfeeinrichtung im Oberschwäbischen zu arbeiten. Und am dritten Tag stand es mir schon hier. Ich wusste, das mache ich nicht mein Leben lang. Am dritten Tag hätte ich schon kündigen können. Aber weil ich so erzogen worden bin, nein, man läuft nicht gleich weg, sondern hält was durch, waren wir dort 2 Jahre. Und dann war die Frage, was stellen wir mit unserem Leben an? Soll ich einen anderen Beruf erlernen? Hat Gott eine Berufung für uns? Und dann kam die Geschichte mit Walter und Christel Gschwandner, will ich hier nicht ausführen. Aber der Eindruck, Gott möchte uns tatsächlich in der Mission haben. Ja, in Afrika, Bibelschullehrer, das war so das Ziel. Und dann wollten wir nach Gießen gehen zum Studium. Dort kannten wir einen Freund, ich hatte mich schon vorgestellt. Das war alles in trockenen Tüchern. Und dann öffnet mein Jugendkreisleiter öffnet die Post nicht. Der hätte eine Referenz für mich schreiben sollen. Er öffnet die Post nicht. Die melden sich nicht. Und irgendwann landen wir dann in Bad Liebenzell. Eigentlich wollten wir ins Ausland. Und dann kam es aber ganz dicke. Sie haben uns ins Ausland geschickt. Allerdings nicht nach Afrika, sondern nach Baden. Zuerst nach Linkenheim und dann irgendwo in den wilden Süden nach Iringen. Ja. Jetzt stehe ich hier, blick auf mein Leben zurück, befasse mich ja selber mit diesem Thema immer wieder neu. Was ist meine Berufung? Und merke, ich hatte keine Berufung als Missionar oder als Pastor. Aber auf dem Weg mit Jesus hat sich da was gezeigt. Und ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich für mich würde sagen, Gott hat mir im Nachhinein das so bestätigt, dass er da irgendwie was mit mir vorhat. Und ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ob ich diese Aufgabe bis zur Rente übernehme oder ob er vielleicht noch was anderes hat. Aber ich weiß, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ganz viele andere Entscheidungen getroffen. Aber im Rückblick kann ich sagen, Herr, du hast gut gemacht. Und ich meine, da ein paar Spuren zu entdecken, was Gott vielleicht auch in der Zukunft noch hat. Manchmal gibt Gott Spezialaufträge, kleine oder auch große. Aber ganz oft, das Allgemeinprinzip lautet, folge mir nach. Und dann mit der Zeit, vielleicht auch mit fortgeschrittenem Alter, mit mehr Erfahrung, blicke ich zurück und erkenne, was Gott schon alles mit mir getan hat und bekomme eine Ahnung, was er mit mir vielleicht noch vorhat. In der Weihnachtszeit haben wir einen Film über Mutter Teresa gesehen und da war es ähnlich. Ja, sie hatte nicht vor, eine Pop-Ikone für Barmherzigkeit zu werden oder den Friedensnobelpreis zu kriegen, sondern sie ist dann nach Indien und von ihrem Kloster aus hat sie die Menschen gesehen, hat sie die Armut und hat sie die Ungerechtigkeit gesehen und das hat sie nicht losgelassen. Und da ist sie raus, ganz einfach, ganz primitiv und hat den Menschen geholfen.
Sie hat einfach einen Schritt und den anderen gemacht. Zum Teil gegen den Widerstand der Ordensschwestern. Und mit der Zeit ist da was entstanden, wo wir heute sagen, wow. Aber es waren alles ganz, ganz, ganz kleine Schritte. Schritte der Liebe und Barmherzigkeit. Mein nächster und letzter inhaltlicher Punkt, deine persönliche Berufung. Wenn sich das doch jetzt entwickelt, wenn ich einfach nur Jesus hinterhergehe, warum muss ich dann überhaupt über dieses Thema nachdenken? Ich glaube, das hängt von unserer Vorstellung ab, die wir davon haben. Wenn ich die Vorstellung habe, ich muss, bevor ich einen Schritt tue, einen Plan haben. Ich muss von Gott irgendwie was hören, eine Berufung empfangen. Dann wird's nichts. Ja. Dann gehen wir nicht los, sondern hören und warten. Ja. Oder wenn ich meine, ein Engel Gottes muss erscheinen, ich brauche diesen Zettel aus dem Himmel, der kommt in einem von einer Million Mal. Aber ich glaube, das andere ist wichtig und richtig. Loszugehen. Mit Jesus hinterher zu gehen, zu fragen, Herr, was hast du mit mir an meinem Platz vor, da wo ich lebe? Und deswegen ist es, glaube ich, richtig und auch legitim zu fragen, Herr, was ist deine Berufung für mich? Weil die ergibt sich ja, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Dann lebe ich meine Berufung anders als du und du anders als dein Nachbar. Dann ergibt sich, in der Nachfolge ergibt sich eine persönliche Berufung, ein persönlicher Weg. Und von daher denke ich, lohnt sich's, über sich selbst im Blick auf Gott nachzudenken. Wer bin ich? Weil Gott knüpft in den allermeisten Fällen an meiner Geschichte an. Er knüpft an meinem Elternhaus an, wie ich aufgewachsen bin und baut es ein in meinen Weg der Nachfolge. Petrus war ein einfacher Mann, wie er von sich selber sagt, Handwerker, Fischer. Und Gott hat ihn gebraucht als den Anführer der Christenheit. Aber gewaltige Umwälzungsprozesse hat Gott immer auch gebraucht durch Menschen, die super ausgebildet waren, die intellektuell was auf dem Kasten hatten. Mose wurde ausgebildet am Hof des Königs. Paulus war ein Top-Gelehrter seiner Zeit. Martin Luther war ein Professor der Theologie. Gott gebraucht natürliche Begabungen, Fähigkeiten. Das, was wir von zu Hause mitbringen, unsere ganze Geschichte. Und ich freue mich an jeder christlichen Gemeinde, weil wir das hier schon im Kleinen oder im ganz Normalen sehen, dass wenn jemand so eine christliche Karriere durchläuft, dann kann er sich ausprobieren, ob in der Musik, an der Technik, in der Jugendarbeit oder wo auch immer, in der Dekoration. Ja, meine Gaben, meine Fähigkeiten, die Gott mir mitgegeben hat, die kann ich ausprobieren. Und das ist wichtig, dass ich das ausprobiere und auslebe, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Dass ich auch mal ganz verrückte Sachen mache. Jetzt an diesem Männertag in Liebenzell wäre David Toni da gewesen, der kommt dann nächstes Jahr, ein Schweizer, der war zuerst in der Finanzwelt tätig, hatte einen Burnout, dann ist seine Schwester gestorben, eine ganz bewegende Lebensgeschichte. Und gerade in einer seiner Krisen hat Gott zu ihm gesprochen, er hat diesen Eindruck gehabt, dass er eine Modemarke ins Leben rufen soll. Love your neighbor, ja, liebe deine Nächsten. Vielleicht kennt der eine oder die andere diese Modemarke. Ja. Und nicht nur diese Dinge selbst zu produzieren, herzustellen und da die ganze Energie und Kreativität, die Gott ihm gegeben hat, reinfließen zu lassen, sondern damit auch Menschen zu begeistern und zu unterstützen, gerade die, die es im Leben schwer haben. Eine ganz bewegende Geschichte, gibt es auch ein tolles Buch oder Bücher von ihm und über ihn. Und sein erstes Buch über seine Lebensgeschichte hat diesen bezeichnenden Titel, Es geht nicht um mich, aber es ist meine Geschichte. Es geht nicht um mich, folge mir nach, aber es ist meine Geschichte, meine persönliche Berufung. Und ich glaube, das bringt diesem einen Satz unser Thema auf den Punkt. Deine persönliche Geschichte,
Es geht nicht um deine persönliche Berufung, es geht nicht um dich, aber es ist deine Geschichte, die Gott mit dir schreibt. Man könnte es auch vielleicht so sagen, folge Jesus nach und entdecke deine Berufung. Wir denken ja gerne auch von unseren Gaben und Fähigkeiten her. Aber wenn ich in mein Leben und auch in größeren Kontext hineinschaue, dann denke ich manchmal, dass Gott unsere Brüche, unser Scheitern, unser Versagen oft mehr gebraucht und mehr nützt als unsere Leistung, wo wir dicke Arme machen und am Ende irgendwie versucht sind, stolz zu sein, was wir nicht alles fertig kriegen. Wir haben auch draußen ein Buch von Joni Erickson, einer der ersten christlichen Filme, die ich gesehen habe, eine 17-jährige attraktive Frau, die bei einem Badeunfall verunglückt und querschnittsgelähmt wird. Und seit diesem Tag damit kämpft, ihr Leben zu leben, ihr Leben mit Gott zu leben, was es heißt, als querschnittsgelähmte Frau Jesus nachzufolgen. Und das, was sie über das Thema Leid und Krankheit und Heilung zu sagen hat, das ist nicht nur geprägt von guter Theologie, sondern durchzogen von ihrer eigenen Lebenserfahrung. Kann ich nur empfehlen, wie gesagt, wir haben auch ein, zwei Bücher von ihr draußen am Büchertisch. Lass dich von deinen sogenannten Hindernissen nicht abbringen. Dass du zu jung bist, zu alt bist, dass du geschieden bist, dass du allein bist oder dass du viele Kinder hast oder was wir alles so anführen mögen. Da mag ich ja jetzt die amerikanischen Präsidentschaftsanwärter, die wir da in der letzten Zeit hatten. Ja. Man meint ja, wenn jemand unter 80 ist, dann hat er nicht das Zeug, amerikanischer Präsident zu werden. Ja. Die Amerikaner brauchen wahrscheinlich eine gewisse Reife, wenn ich das mal im Unterton hier sagen darf. Das ist doch Wahnsinn, ja? Unser Papst geht auch schon auf 100 zu. Also das heißt, mit 50 muss ich den Riemen noch gar nicht runter machen. Vielleicht kommt meine beste Zeit noch. Ich mag sowieso den Gedanken, dass das, was ich jetzt lebe und was ich treu lebe, die Vorbereitung für den nächsten Schritt ist, was Gott mit mir vorhat. Und für Gott gibt es keine Hindernisse. Selbst meine Brüche, mein Versagen, selbst meine Schuld gebraucht er, um daraus etwas Gutes werden zu lassen. Ich habe das schon öfter gesagt und ich werde nicht müde, es zu sagen. Gott hat uns zwei Leiter vorne weggestellt, Paulus und Petrus, die grandios gescheitert sind. Ja, und mit ihnen begründet er die christliche Bewegung. Grandios gescheitert. Petrus, der Jesus dreimal verraten hat. Und Paulus, der die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Das begleitet sie, das gehört zu ihrem Leben. Aber in ihrem Versagen haben sie eines erfahren und in überwältigender Weise erleben dürfen, dass Gott sie nicht fallen lässt durch ihre Schuld, sondern dass er sie aufhebt und dass er ihnen gnädig ist. Und dass einem Petrus vielleicht Gott mehr verherrlicht durch diese Gnade, die er in seiner und nach seiner Verleugnung erfahren hat, als durch alles andere, was er später getan hat. Jemand, der so eng mit Jesus war, so close auf Englisch, der gesagt hat, ich lass mein Leben für dich. Und dann dreimal gesagt hat, Jesus, nee, kenne ich nicht. Ja, wir haben das vorher gehört, wie es uns manchmal schwerfällt und wie wir darunter leiden, nicht zu Jesus zu stehen. Und er verleugnet ihn dreimal. Und Jesus sagt nicht, jetzt bin ich fertig mit dir. Im Gegenteil, jetzt mache ich dich zum Chef. Und alle Menschen sollen sehen, ich bin ein gnädiger Gott. Oder meine eigene Geschichte letztes Jahr mit meinem Tablet, das ich im Zorn und im Ärger runtergeworfen habe, unser Ehekonflikt, der dazu geführt hat, nicht nur, dass wir auf ein Eheseminar gegangen sind, sondern dass wir zwei Eheseminare hier gehalten haben. Und wenn Corona nicht gewesen wäre, wären wir jetzt im Januar schon wieder auf dem Eheseminar gewesen. Und ich habe das in der letzten Gemeindeinfo so geschrieben, es ist für mich barmherzig und demütig und zum Halleluja rufen, dass Gott aus meinem Mist, aus meiner Schuld etwas Gutes macht, nämlich Dünger. Letzter Punkt, konkrete Schritte. Frag Jesus. Also besser geht's einfach nicht. Mit Jesus zu leben heißt, in einer lebendigen Beziehung zu stehen.
Frag Jesus, Jesus, was meinst denn du? Wie hast du mich geschaffen? Ich will dich mit deinen Augen sehen. Ich will mich mit deinen Augen sehen. Was hast du in mein Leben hineingelegt? Und ich bin vielleicht nicht in einem optimalen Elternhaus groß geworden. Aber was kannst du daraus Gutes werden lassen? Dann rede mit anderen. Sprich mit anderen über deine Berufung, über deine Wünsche, über deine Träume. Manches ist dann vielleicht auch nur gesponnen, aber manches erweitert auch dein Denken, dein Horizont, dass du für etwas begeistert wirst. Lass dich nicht von Hindernissen blockieren, habe ich schon ausgeführt. Es geht ja darum, dass Gott groß rauskommt. Nicht, dass ich nachher auf dem Siegertreppchen oben stehe, sondern Gottes Wesen soll durch mein Leben hindurch scheinen. Und das geschieht oftmals mehr durch Schwierigkeiten, durch Brüche, durch Scheitern, durch Versagen, als durch ein Leben, wo alles scheinbar reibungslos läuft. Und dann vielleicht noch an was ganz Konkretes, schreib's auf. Schreib dir einen Satz auf oder vielleicht auch eine Seite für dich, um das für dich zu klären und auch als Erinnerung für schlechte Zeiten, dass du das nachlesen kannst. Das hat Gott mir einmal wichtig gemacht. Ja, hier kann ich nachlesen, wo Gott mich schon geführt und geleitet hat. Es lohnt sich, mit Gott über unser Leben nachzudenken. Manches wird sich erst im Vollzug ereignen. Wenn ich Jesus nachfolge, entdecke ich, wofür ich geschaffen bin. Aber da wir dieses eine Leben haben, ist es wichtig, dass wir es nicht vergeuden, sondern mit ihm leben und gestalten. Ich bin gespannt, was wir da so austauschen werden. Dürft mir gerne E-Mail schreiben oder wir können skypen oder was sich da tut in diesem Jahr, wie wir unsere persönliche Berufung finden, leben und wie wir das natürlich auch als Gemeinde tun. Amen.